Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Guide von World of Warcraft. Heute geht es um den Erfolg Kleintierkämpfer der Zarlekhöhle, oder genauer gesagt hier um Shinmura. Dafür befinde ich mich jetzt hier in der Zarlekhöhle und zwar bei 38,50. Und ja, das sind gegen zu besiegen sieht folgt aus. Nehmen hier drei Schnecken mit den Attacken Schleimbürung und Säureglibber. Die andere Attacke ist hier egal, also eben mit diesen zwei Attacken kann man da recht gut durchkommen. Deshalb kann man da eigentlich ja fast frei wählen. Ich würde jetzt einfach bisschen mehr auf Gesundheit gehen, also um die 1600, 1700 Gesundheitspunkten, damit ihr da ein bisschen mehr Spielraum habt. Ich habe jetzt hier einfach Rapana-Schnecke mitgenommen, Rostschnecke und Schimmerschnecke. Nur als kleine Vorwarnung, der Gegner attackiert nicht immer gleich, deshalb kann es dann doch zu Unterschieden kommen und eventuell eine Niederlage geben, vor allem beim zweiten Pad ist es dann ein bisschen nervig, aber man hat da eigentlich eine sehr hohe Gewinnquote, ja, mit diesen drei Schnecken. Wir beginnen einfach hier den Kampf mit Säureglibber und danach arbeitet man weiter, ja, mit der Schleimbürung. Hier sollten normal voll drei Attacken ausreichen, um das erste Pad zu besiegen. Und unsere Schnecke sollte knapp überleben. Dann kommt das zweite Pad in den Kampf. Von dieser Stelle kann es sein, dass man gleich mit der ersten Attacke getötet wird. Entweder durch Kraftzug oder eventuell durch Feuersbrunst, deshalb werde ich hier einfach passen. Aber eben wenn ihr da noch etwas einsetzen könnt, setzt am besten Säureglibber rein. Aber dann kommt hier die zweite Schnecke. Wenn Säureglibber bereits auf dem Gegner drauf ist, würde ich einfach mit Schleimbrunst weiterarbeiten. Aber ansonsten setzen wir jetzt mit diesem Pad Säureglibber rein. Und dann die Schleimbrunst. Jetzt an dieser Stelle ist wieder so eine komische Konstellation, wo Kraftzug gar nicht eingesetzt wird, was eventuell recht knapp dann zum Schluss wird. Aber es kann auch passieren, dass hier diese Schnecke hier knapp überlebt. Also eben, da gibt es leider sehr viele unterschiedliche Varianten und deshalb ist es auch schwierig, eine saubere Taktik zu zeigen. Dann beim Krallen das gleiche eigentlich. Säureglibber zuerst, wenn ihr könnt. Und ansonsten einfach mit Schleimbrunst weiterarbeiten. Deshalb kommt hier Schimmerschnecke in den Kampf. Und hier können wir mit Schleimbrunst weiterarbeiten. Da ich jetzt gecrittet habe, werde ich einmal passen. Aber ansonsten hier weiterarbeiten. Wenn ihr seht, ihr müsst ein bisschen mehr Gesundheit noch weghauen, würde eventuell Säureglibber nochmals draufgesetzt werden. Aber ihr seht, das ist zum Schluss jetzt recht knapp geworden. Aber das ist auch wieder eben so eine komische Konstellation gewesen. Ich hatte teilweise auch den Fall, wo zwei Schnecken ausgereicht haben. Aber in den meisten Fällen hat Schimmerschnecke also um die 1000 Gesundheitspunkte gehabt zum Schluss. Und dann sind wir trotzdem irgendwie als Sieger aus dem Kampf gegangen. Und ja, das war es eigentlich für diesen Guide. Ich hoffe, ich konnte euch dabei helfen, diesen Gegner ebenfalls zu besiegen. Ansonsten wünsche ich noch viel Erfolg dabei und viel Spaß. Bis bald!